Der Marco, ich weiß nicht, der Marco, ich glaube, der hat so eine richtige Raid-Flat. Eine Raid-Flat-Raid. Das ist ein komisches Wort. Aber gut, der Marco, ne? Da darf ich noch nicht so viel verraten. Da war ich gestern wirklich sehr begeistert, als ich abgescreent habe. Auf der anderen Seite habe ich jetzt schon die Befürchtung, wenn so wenig los ist und man so wenig Raids schafft, dann reicht es wohl nicht, bis 9 Uhr die eine Raidstunde zu machen. Dann muss ich wohl um 11 Uhr bis 12 Uhr nochmal eine machen in Tokio. Weil ich möchte ja trotzdem das Shiny noch haben. Ich könnte mir das zwar rübertauschen von einem kleinen Account für 40.000 jetzt. Dann ist es aber ja nur getauscht. Und rübertauschen möchte ich ja dann mal bei einem Glücksfreund, dass ich den Glücks-Shiny-Eintrag habe. Also den... Wisst schon Bescheid, deswegen. Und einmal selber fangen möchte man es ja doch. Aber mal gucken. Das könnte sogar schon das erste sein, was jetzt da ist, was das Shiny wird. 100er Wert 1442, das ist 1389, also das ist eigentlich nix. Mega Gänger am Start. Mango lese ich hier auch, alles in den Schule. Gibt es nach Tokio noch irgendwo eine Raidstunde mit dem Gelben? Ich weiß es gerade nicht. Ich denke mal schon. Ach, da ist er. Erstmal sterben, da ist es doch. Das heißt, damit würde offiziell die Tokyo Raid-Stunde wegfallen. Und ich mache jetzt nur dann die, ja? Und mehr brauche ich dann nicht. Und da ist auch nichts. Guck mal, da ist nichts in den Lobbys, in den Dings los. Ich habe keine Ahnung.